sind Lisa und Lilly und wir möchten euch heute kurz und knapp die Inhalte unseres Biologieunterrichts, die man in 5 Jahren HLB lernt, vorstellen. Da wir keine normale Schule sind, lernen wir unseren theoretischen Teil und dieser wird dann in einem praktischen Teil vertieft. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir in 5 Jahren HLB folgende Schwerpunkte bearbeiten. Im ersten Jahrgang werdet ihr euer eigenes kleines Tüpfelaquarium anfertigen. Ein kleines Ökosystem im Glas oder auch ein kleiner künstlicher Lebenskreislauf, der sich selbst am Leben erhält. Außerdem werdet ihr ein Herbarium erstellen, also eine Sammlung von heimischen Pflanzen. Und mit Hilfe von Bestimmungsbüchern werdet ihr herausfinden, dass die Welt der Pflanzen größer ist, als man denkt. Im theoretischen Unterricht lernt man parallel dazu die Basics der Biologie und vertieft sein Wissen auch in diversen Teilgebieten der Biologie, wie zum Beispiel die Lehre von den Zellen oder auch die Lehre von Gewebe. Ein Jahr später, im zweiten Jahrgang, beschäftigen wir uns mit Menschen, Tieren und niederen Pflanzen. Also auf Fachchinesisch gesagt, mit der Humanbiologie, der Zoologie und der Botanik. Im dritten Jahrgang befindet man sich größtenteils im Keller des Schulgebäudes oder wie wir es auch nennen, im Mikrobiologielabor. Labormantel, Bunsenbrenner und auch das Mikroskop werden eure besten Freunde. Denn auf steriles und genaues Arbeiten ist hier wirklich zu achten. Um zukünftige Pandemien zu vermeiden, lernt man zusätzlich das Abtöten solcher Bakterien. Neben mikrobiologischen Trinkwasseranalysen und Hemmstoffanalysen behandeln wir auch die biotechnologische Nutzung von Bakterien. Im vierten Jahrgang liegt unser Schwerpunkt bei der Ökologie und bei dessen Faktoren, also bei Wärme, Licht und Temperatur. Hierzu machen wir in unserem praktischen Teil eine Gewässergüteuntersuchung und analysieren die Qualität eines Flussabschnittes und mit welchen Methoden man diese messen kann. Im fünften Jahrgang beschäftigen wir uns mit dem Boden und dessen Bedeutung als eine unserer Lebensgrundlagen. Daraus ziehen wir Schlüsse auf globale Problematiken, wie zum Beispiel den Klimawandel oder auch die Gefährdung von Ökosystemen. Diese 5 Jahre Biologieunterricht sind eine gute Vorbereitung für unsere wissenschaftliche Abschlussarbeit in Form einer Diplomarbeit, um unsere schöne Zeit an der HLB Ispertal abschließen zu können. Wenn du naturverbunden und praktisch veranlagt bist, und etwas für dein Leben lernen möchtest, dann komm zu uns!